Hallöchen, Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda. Mir gefällt der Ton jetzt auf einmal nicht mehr. Der war vorher so gut. Ich habe ihn so gut eingestellt und jetzt hört er sich wieder besser an. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Dann machen wir es halt so. Das gefällt mir aber gar nicht. Na gut, wir probieren das einfach mal aus. Ich habe gesagt, ich ändere jetzt mal so ein bisschen die Art meines Mikrofons. Das heißt, wie das Mikrofon ausgerichtet ist. Und mir gefällt es nicht von hier oben. Ich lasse es jetzt hier unten. Gut, und wir werden gleich weitermachen. Und zwar machen wir, das machen wir noch ein bisschen hoch. Ich glaube, dann ist es besser. Ich hoffe, das steht mir jetzt nicht im Gesicht fest. Doch, es hängt mir im Gesicht. Schön. Genauso stelle ich mir das vor. Genauso und nicht anders, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Frage ist nur, jetzt haue ich mal den Popschutz nochmal drauf. Einfach nur zur Vorsicht. Ja, das wird schon passen. Das Licht ist einfach so grottig. Es ist zwar jetzt ein bisschen dunkel, aber ich glaube, ihr könnt es akzeptieren. Und wir haben endlich einen Wein. Ich weiß nur nicht mehr genau, wer den Wein so gern mag, außer Pam mag den auch nicht, glaube ich. Pam war das gar nicht, sondern ich glaube, der Elliot mag Wein total gern. Kann es sein? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt holen wir... Jetzt habe ich wieder Inventar voll. Schlau gemacht. Heute regnet es ja wieder. So, jetzt haben wir aber einen Platz frei. Zack. Und dann hier so hopfen. Zack, zack, zack. Damit hier mal wieder ein Bier rauskommt. Und lesen wir mal kurz den Wetterbericht. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Geisternacht. Die Festivitäten finden in Pelikan statt. Beginnen zwischen 22 und 23:50 Uhr. Sei rechtzeitig da. Also ich muss ja sagen, ich glaube, mein Mikrofon war schon richtig so. Weil wenn ich jetzt hier näher rangehe, es wird immer besser. Ja. Bisschen heller vielleicht. Wisst ihr, das Licht ist einfach so doof bei mir, dass es immer aussieht, als wäre ich ultra am Arsch. Sieht einfach immer so aus. Es kotzt mich an. Nein, schließen. Da hatte ich jetzt nochmal Glück, dass es nicht funktioniert hat. Ich hau jetzt die Sättigung wieder rauf. Ganz ehrlich, sieht besser aus. Ah, dann lassen wir es eben in Schwarz-Weiß. Ist ja auch nicht so verkehrt, oder? Sieht doch auch gut aus. Mir gefällt es sogar teilweise echt besser. Jetzt nochmal gucken. Ja, genau. So will ich das haben. So. Da bin ich auch schon wieder zurück und wir haben hier gleich wieder Post. Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es dir, mehr Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf, Clint. Bohneneintopf. Oh, noch eins. Hallo Jazz, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern, die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst, Bürgermeister Lewis. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir so viel Kohle wie möglich kassieren. Weil, wir müssen echt Geld verdienen, Leute. Wir müssen echt Geld verdienen. Ich sag das nicht, um euch zu ärgern. Das ist mein Ernst. Weil das echt sehr wichtig ist, damit wir uns morgen das ganze Zeug kaufen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich will ja schließlich was kaufen können. Okay, haben wir hier noch irgendwas zum Ernten? Nö, gar nichts. Toll. So kann ich nie reich werden. Dann hauen wir das weg. Die Saat lassen wir über. So komme ich nie an mein Haus. Mann, ich wollte an mein Haus ran. Ich wollte endlich Hausbauer werden. Also Ausbauer. Hausausbauer werden.
Wieso ist mein Hund im Regen draußen? Der ist doch verrückt. Was für ein Psycho. Der spinnt doch, der Hund. Wahnsinn. Mein Hund ist leider. Oha. Aprikose! Orange! Oh mein Gott! Aprikose! Was ist denn mit meinen Viechern los? Die sind ja hier voll am Start. Robin hat 7 Herzen. Linus hat 7 Herzen. Handwerker. Oh yeah! Oh yeah! Das heißt, wir können das voll machen. Oh yeah! Wie cool! Das ist so cool! Lauf ruhig im Regen weiter, Hund. Kein Thema. Mach ruhig. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Baum war. Das ist blöd. Ja. Das ist sehr schlau mit vor allem Inventar irgendwo hinzugehen. Ist meine Kuh jetzt schon. Alter, die Kuh ist schon groß. Seit wann? Wie schnell geht denn das bitte? Ja, komm, wir geben jetzt erstmal. Ja, wir tun jetzt erstmal. Hey, ich habe sogar 2 Aprikosen. 2 goldene Aprikosen bekommen. Wenn ich jetzt noch so einen Saatmacher hätte, dann könnte ich hier so einen Aprikosenbaum pflanzen. Jetzt erstmal. Das Quarz kann ich dahin. Zack, zack. Oh, das passt gar nicht rein. Es wird Zeit, dass ich neue Kisten baue. Bam, 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 bam. Hauen wir mal den ganzen Scheiß hier rein, den ich nicht brauche. So, halt, stopp. Da habe ich doch glatt meine Make-Dingsbums vergessen. Das Problem ist, heute wollte ich eigentlich zu meiner Reitbeteiligung fahren, aber meinem Hund geht es heute gar nicht gut. Der hat öfter mal was mit seinem Knie. Also, er hatte früher immer mal wieder Probleme mit seinem Knie, dass es rausspringt. Das ist so eine Rassesache. Das haben öfter mal Chihuahuas oder besser gesagt kleine Hunde. Und das hat sich eigentlich gut gelöst, weil wir dann immer sehr viel Treppen gestiegen sind und ich habe ihn mich, also nicht wirklich ziehen lassen, aber ich habe halt ein bisschen, es ein bisschen schwerer gemacht. Okay, ist noch zu jung. Habe ich mir doch gedacht. Gut. Und genau, so konnten wir das Knieproblem beheben, aber jetzt hat er ab und an mal so ein Problem mit der Hüfte. Und heute war aus welchen Gründen auch immer in seinem Fuß innen drin, in den zwischen den Ballen, so ein kleiner Samen. Den habe ich ihm jetzt rausgetan. Also fragt mich nicht, wie der da reingekommen ist und fragt mich nicht, wie mein Hund das so lange damit ausgehalten hat, weil ich weiß ja nicht, wie lange das drin war. Aber ich vermute jetzt, dass durch das sich irgendwas in seiner Hüfte verschoben hat oder so und dass er deswegen ein bisschen Schmerzen hatte. Und jetzt habe ich ihm gerade noch seine Zehennägel nachgeschnitten, weil es könnte auch sein, dass es daran liegt, weil es gibt immer so unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Und es sind immer so kleine Sachen, die dann so was Großes bewirken. Und jetzt habe ich das auch noch gemacht. Und jetzt geht es ihm schon wieder besser. Aber ich habe mich entschieden, dass ich heute mal daheim bleibe, weil durch die Arbeit habe ich sehr wenig Zeit für meinen Hund. Also, das heißt, sehr wenig halt nur, nachdem ich aus der Arbeit kam. Und das ist er halt noch nicht so gewöhnt, weil im Studium war es halt anders. Da hatte ich halt mehr Zeit. Okay, jetzt können wir das befüllen. Juhu! Yay! Mal schauen, was wir jetzt geschenkt bekommen. Und? Yeah, ein Fass. Jetzt brauchen wir bloß noch Tier. Und dann kriegen wir das Gewächshaus umsonst. Hallo, darf ich mal durch? Der braucht mir zu lang. Und jetzt habe ich natürlich schon gut aufgepasst auf meinen Hund. Und jetzt bin ich mit ihm vorher Gassi gegangen und da habe ich schon gemerkt, dass ihm jetzt besser geht. Nichtsdestotrotz macht es mich schon ein bisschen traurig. Also mittlerweile, mein Hund ist ja über 10, also jetzt seit 12. Mai ist er 10. Und langsam merkt man es, dass er älter wird. Und das macht mich irgendwie echt traurig. Ich weiß nicht warum, aber es, also ich weiß schon warum, aber es ist echt,
nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also ihm geht es noch sonderlich gut für sein Alter, aber es ist schon, also nicht, dass ihr jetzt meint, ich fange jetzt zu heulen an, weil mein Hund ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, der stirbt jetzt dann gleich. Der lebt schon auch sehr, sehr lange, aber das nimmt einen schon irgendwie mit, wenn man dann merkt, wie schnell die Zeit doch vergeht. Das ist echt Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass die Zeit so extrem schnell vergeht. Wir könnten es fast eigentlich auch hier draußen irgendwo hinklatschen. Und nicht drin. Meint ihr, das geht oder glaubt ihr, das geht kaputt? Ich bin mir nicht sicher. Ich stelle es mal lieber rein. Es geht mit Sicherheit, aber ich möchte jetzt nichts riskieren. Jawohl. Bald ist alles vollgestopft. Das sind noch Weintrauben, oder? Dann kann ich nämlich hier. Nein. Jawohl. Und dann können wir nämlich da noch Weintrauben einlegen. Wildpflaumen. Da haben wir ja genug. Nein. 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 Ach so, die kann ich da nicht reinhauen. Schade. Dann nehmen wir mal Mais und probieren wir mal. Nee, Preiselbeeren sind so extrem. Was haben wir denn hier noch? Haben wir denn hier gar nichts mehr? Lachsbeere vielleicht. Pfirsich haben wir noch. Wir haben sogar Gelee. Brombeere geht doch bestimmt, oder? Und wirklich, dann nehmen wir einfach Weintraube. Jetzt schauen wir mal, ob die Brombeere geht. Nee, doch. Die Brombeere geht. Die Weintraube gibt mir Sicherheit auch. Habe ich mir doch gedacht. Dann können wir das, den Melkkübeln wieder da reinmachen. Nein, hier, genau. Was haben wir hier denn noch alles? Wir könnten jetzt noch Köder machen, weil Köder geht mir nämlich langsam ein bisschen aus. Warte mal, wir könnten auch mal so einen krassen Köder machen. Da brauchen wir Fasern und Schleim noch. Das machen wir doch mal. Schleim haben wir hier. Habe ich gar keine Fasern, das ist ja lustig. Normalerweise liegt immer irgendwo dieser Müll bei mir rum, weil ich vergessen habe, den wegzuschmeißen. Ich habe echt keine Fasern. Na gut, dann werden wir mal kurz Fasern sammeln. Haben wir hier irgendwo gar keinen Müll? Dieses ganze Gelumpe, das ich eigentlich nie mag. Da ist was. Kann ich gleich mal diese ganzen blöden Bäume hier zerstören? Mir schon wieder meinen ganzen Weg kaputt machen. So. Fasern haben wir da. Wir brauchen 10 Fasern. Einmal brauchst du Fasern. Dann sind keine da. Gut, da sind welche. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist alles Futter. Da ist noch eine Faser. Da brauchst du echt einmal Fasern und dann sind keine da. Sonst suche ich mich immer blöd. Da hinten sind ganz viele. Sonst suche ich mich nie blöd, sonst sammle ich mich immer blöd, wollte ich sagen. Mit dem Zeug. Fasern fehlen mir immer noch. Ich möchte nämlich ausprobieren, ob ich dann, wenn ich das in meinen Dingsbums reintue, in diese Boxen da, ob ich dann was Besseres bekomme. Das würde mich nämlich interessieren. Warte mal, was brauche ich noch? Für einen Fisch. Ich bräuchte noch den Aquarium. Spezialitätsfische sowieso. Den Katzenfisch. Jetzt schauen wir mal schnell. Ich glaube, den Katzenfisch kann man eh nur. Lass mich schnell nachschauen. Katzenfisch, Katzenfisch, Katzenfisch. Ich weiß, dass man den Katzenfisch im in diesem Waldteich da sammeln kann, aber ich weiß jetzt nicht genau, wann. Aha, Fall und Winter. Okay.
Also man könnte ihn fangen, wenn es regnet, aber im Pond. Pond ist wahrscheinlich der Ding hinten. Aber man kriegt ihn auch im River von 6 bis 12 a.m. Da bin ich zu spät dran. Verdammt. Ah, wir könnten mal schauen, wer den bei uns fangen können. Jetzt hau ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja jetzt ein viel besserer Köder. Da müssten doch die ultra krassen Fische anbeißen. Oder auch nicht. Jetzt fange ich hier noch ein. Alter, wollen die mich verarschen? Zwei Mülldinger. Zwei Mülldinger. Ich glaube, ich kotze gleich. Das gibt's doch nicht. Dann fangen wir hier mal. Ich habe nämlich mal gelesen, ganz am Anfang, dass dieser Teich so ist wie dieser Waldteich. Die wollen mich doch verarschen, oder? Jetzt habe ich keinen mehr. Die wollen mich verarschen. Fasern gibt es hier auch keine mehr. Die wollen mich verarschen. Ist mir jetzt egal, ich hau das Zeug jetzt zu rein. Zack. Irgendwann muss ja dann ein Fisch anbeißen. Vielleicht ist es ja ein Katzenspringer oder wie auch immer der heißt. Das wäre nämlich praktisch, wenn wir den hätten. Dann fehlt uns nur noch der Stör, den wir im Herbst, im Winter fangen können. Und dann hätten wir das Aquarium schon voll. Also fast. Das könnte ein guter Fisch sein. Ah, ein Forellenbarsch. Okay. Gut, dass wir den gefangen haben, weil den haben wir ja seit letztem Mal nicht mehr. Weil ich den ja für. Ach, das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ja in der Aufnahme, wo der Ton nicht mit aufgenommen wurde, da habe ich. Ich frage mich gerade, warum ich das nicht trotzdem hochgeladen habe, weil das eigentlich egal wäre. Aber egal. Ach so, nein, der Ton nicht. Das Bild war nicht mit drauf. Der Ton war drauf, das Bild nicht. So rum war es. Deswegen habe ich es nicht hochgeladen. Ja. Und da habe ich ein Essen gehabt mit der Jody. Und die wollte, dass ich einen Forellenbarsch mitnehme. Deswegen haben wir keinen Forellenbarsch mehr in unserem Inventar. Also in unserem Fischinventar. Und deswegen nur Müll. Nur Müll. Was ist das bitte? Was ist das bitte für ein Waldteich? Eigentlich müsste ich mit so einem, das gibt's doch nicht. Mit so einem Staubsauger durchgehen. So viel Müll, wie da drin ist. Oder wie nennt man das? Ich versuche gerade das hochdeutsche Wort dafür zu finden, weil ich weiß, dass viele meinen, dass ich das falsch ausspreche, aber bei mir heißt es so. Seiher, also Seicher. Ich sage immer Seicher, es ist ein. Wie nennt man das denn im Hochdeutschen? Sieb, ein Sieb. Ich brauche, also sowas in der Art wie ein Sieb. Ich brauche sowas in der Art wie ein Sieb, wo ich durchgehen kann und diesen ganzen Müll einsammeln kann, damit der mal verschwindet. Was ist denn jetzt los hier? Wie schwer ist er denn? Lauter Kackfische. Ah, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Okay, 24/7. When raining. Da müsste er eigentlich auftauchen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das der richtige ist. Jetzt muss ich dann mal, wenn jetzt hier der nicht anbeißt, wenn er das jetzt nicht ist, Glasaugenbarsch, den brauche ich aber, glaube ich, auch. Gut. So, jetzt gucke ich mal kurz. Glasaugenbarsch brauche ich mit Sicherheit auch. Genau, das ist doch ein Teich, oder nicht? Die können mir doch nicht erzählen, dass es kein Teich ist. Aber wir brauchen doch noch einen Glasaugenbarsch irgendwo, oder? Teichfische. Irgendwo habe ich doch Glasaugenbarsch mal gelesen. Nein? Okay, vielleicht habe ich den auch schon mal gefangen. Ich finde es nur schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Teich gilt oder nicht. Vielleicht sollte ich mal auf die Karte gucken. Vielleicht steht es da oben. Schauen wir mal nach, wenn ich den Müll weggeworfen habe.
Was haben wir hier? Sternstaub. Toll. Dann gehen wir mal runter. Das ist definitiv ein Teich. Lass mich mal durch hier. Hallo? Die wollen mich nicht gehen lassen, meine Pflanzen, Bäume. Oh. Oh. Hallo, Shani. So spät noch auf? Ja, ein kühles Bier. Stehe ich eigentlich nicht so drauf, aber okay. Wenn es unbedingt sein muss. Puh, Leben. Jetzt kommt das Tiefgründige. Oh mein Gott. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner elenden Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. So sieht er auch aus. Das sieht richtig fertig aus. Da muss ich gleich mal drauf einen reinkippen, damit ich es verkraften kann. Hey, eine schnelle Trinkerin, hm? Eine Frau ganz nach meinem Herzen. Mach es dir nur nicht zur Gewohnheit, du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Ich bin beschwipst. Oh, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Jazz. Jetzt hat er mich echt betrunken gemacht und bringt mich nicht mehr heim. Was ist das bitte für ein Kerl? Was ist das bitte? Ich bin beschwipst. Minus eins Geschwindigkeit. Ich bin betrunken. Und der lässt mich alleine hier rumlaufen. Was ist das bitte für ein Mann? Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Selbst wenn ich beschwipst bin, kann ich Fische fangen. Und wieder einen Glasaugenbarsch. Natürlich, was auch sonst. Jetzt, wenn nicht bald so ein Katzenfisch kommt, oder wie auch immer der heißt, dann drehe ich durch. Ich will einen. Gib mir einen. Dieses blöde Müllzeug. Das nervt mich so. Das kann doch nicht sein, dass da kein Fisch drin ist, oder? Ah, Mano. Das gibt es doch nicht. Hey, meine Energie ist wieder voll. Hä, da war doch gerade ein Fisch dran. Und wieder Müll. Jawoll. Jawoll. Und wieder Scheiß. Wieso sammle ich immer Scheiß ein? Immer. Durchgehend diese blöde Kack. Das kann doch nicht sein, dass da nur Müll drin ist. Das gibt's doch nicht. Kannst bitte ein Katzenfisch sein? Bitte? Kannst du bitte so ein brauner Katzenfisch sein? Wieder nicht. Oh Mann, oh, das ist so unfair. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal nachschauen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Teich. Warte mal, was haben wir hier? Beach? Nein. Müll. Weg. Teich. Fall. Catfish 24/7 when raining. Es regnet doch. Da muss er doch sein. Der muss da sein. Der muss da dabei sein. Das ist er wieder nicht, weil der viel zu leicht zu fangen ist. Weil ich weiß, dass der Katzenfisch nicht so leicht war. Ich hasse Schwarzbärsche. Ich hasse alle Fische außer den, den ich brauche. Die wollen mich doch verarschen. Die wollen mich doch ernsthaft verarschen. Die wäre auch da gewesen, verdammt. Das gibt's doch nicht. Da muss doch so ein Fisch auftauchen. Jetzt komm schon. Lass es bitte der sein. Der ist auch wieder viel zu leicht. Ist bestimmt auch wieder so ein Schwarzbarsch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich hole mir jetzt dann den besseren Köder. Wenn jetzt der Fisch... Jetzt ist gleich wieder so spät. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wie soll ich da den Fisch einfangen können? Komm schon.
Und wieder ein Schwarzbarsch. Ich hasse ihn. So, die Frage ist nur, was habe ich da? Ach, ich brauche gar nichts weg. das hauen wir weg. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, verdammt. Lass da bitte ein Schwarz, ein Katzenfisch oder wie auch immer der heißt drin sein. Bitte, 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 bitte. Ist auf jeden Fall schon anspruchsvoll, aber immer noch zu leicht. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Und weg mit dir. Oh. Und Müll. Jawohl. Schmeißen wir gleich wieder rein, die Kacke. Doch kein Mensch. Jetzt hätte ich einmal diesen blöden Fisch fangen können. Ich hätte ihn gestern auch schon fangen können. Der Tag davor war auch schon mit Regen bedeckt. Aber ich habe wieder nicht nachgedacht. Weil ich dachte, ich hätte alle Fische. Weil ich davon ausgegangen bin, dass man den Katzenfisch nur in dem Waldteich findet. Komm schon, lass es der bitte sein. Ich muss jetzt dann aufhören. Also ins Bett gehen, sonst falle ich um. Und wieder ein blöder Kackfisch. Ich hasse ihn. Das wird jetzt dann echt tricky. Jetzt falle ich dann echt um. Oh Mann, das wird so tricky. So knapp. Oh, ich kann nicht hinschauen. Bitte lass es der Fisch sein. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Lass es der Fisch sein. Der ist wieder viel zu leicht. Verdammt. Wieder so ein Glasaugenbarsch. Mono, das wäre so toll gewesen. Jetzt muss ich mich echt beeilen. Heieiei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Eieieiei. Eieiei. So. Kurz mal nachschauen. Ja. Oh, Fischen. Fische sind 25% Mehrwert. Für die Herstellung von Krabbenreusen werden weniger Güter benötigt. Nee. Wir haben auf jeden Fall genug Geld verdient. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.